Einen wunderschönen guten Morgen. Wie immer, wir fackeln nicht lange im Startbild hier. Wir fangen wieder mal direkt an. Und es hat sich ein bisschen was getan. Also wie man sieht, da hinten fehlt eine Wand. Aber draußen ist dafür eine Wand. Auf der Seite fehlt auch eine Wand. Und da draußen steht auch schon wieder was anderes. Es tut sich etwas. Und ich sehe gerade, ich habe meine Kamera überhaupt nicht an. Wieso ist denn die Kamera aus? Kamera ist an. Wieso geht meine Kamera nicht? Ist meine Kamera kaputt? Das wäre doof. Nö, die ist da. Ah, die Kamera ist an. Ah, da ist sie. Ein wunderschönen guten Morgen. Oh. Ja. Jetzt ist zu spät. Jetzt ist sie an. Jetzt bleibt sie auch an. Gut. Ey, ich habe auch ein bisschen die Welt erkundet. Ich habe mir Mühe gegeben, nichts Neues zu entdecken, während ich ein bisschen rumlatsch. Und ich habe dann auch gesehen, wir sind fast komplett umgeben vom roten Nebel. Bis auf hier drüben. Hier kann man noch weiter, was ich gesehen habe. Und das hat sie überhaupt nicht gespeichert. Das ist ja cool. Ah, ich habe nichts Neues entdeckt. Theoretisch, ja, da könnte man noch hin. Der Mörser des Alchemisten. Oder hier drüben, das geht auch noch. Das ist auch noch blauer Nebel. Weil ich glaube, hier kann ich nicht hin. Das ist alles rot. Oder halt blauer Nebel, aber halt dieses rote Pilzzeug drumherum. Bringt auch nicht so viel dahin zu gehen. Was ist das denn? Wir gehen dahin. Das ist in der Nähe. Das ist da bei der kleinen Feuersteinmine. Wir gehen da hin, ne? Wo habe ich denn jetzt zwei Wegpunkte? Hä? Da will ich... Spiel. Moment, direkt nach Norden. Na doch, der stimmt jetzt. Manchmal verwirrt mich das Spiel. Aber nur manchmal. Und ja, ich habe vor, eine Mauer zu bauen. Ich gebe es ja zu. Aber kann ich die Tür wenig zumachen? Doch jetzt. Aber es wird nicht bei der Mauer bleiben. Es soll ein Turm werden. Ich weiß noch nicht ganz genau, wie der Turm aussehen wird, aber zumindest die Grundfläche ist, ja, fast so groß wie die maximale Baufläche. Also ich wollte keinen rechteckigen Turm, ne? Wir machen einen, so gut es geht, hier runden Turm. Die Minecraft-Spieler unter euch werden das Problem kennen. Man kann nicht perfekt rund bauen. Man kann es aber versuchen. Wow. Ach, du greifst das Schaf da an. Der dreht im letzten Moment noch zu mir. Gut. Wir müssen, glaube ich... Nee, wir müssen hinter die Brücke. So, bevor ich wieder vergesse zu essen. Schmeißen wir uns was rein. Und... Magie-Schadensbonus. Wieso stand da gerade Magie-Schadensbonus? Achso, weil ich hier ein bisschen auf... Stimmt. Ich habe ja letztes Mal diesen Punkt da gesetzt, den ich gar nicht da setzen wollte. Ich will nicht auf Zauberei, ich will auf Kampfmagier zum Teleportieren. So, hier waren wir schon. Hier gibt es nichts Spezielles. Ja, außer den Typi da. Aber der Level 1, ne? Die machen kaum noch Schaden. Und wenn sie Schaden machen, dann halten wir es direkt wieder weg. Also, nichts Besonderes.
Gab es einen Patch? Irgendwie reicht die Ausdauer länger. So, das ist die kleine Feuersteinmine. Ja. Auch mal für Dachziegel. Also für... Oh, was ist denn das? Dieses Schiefer... Schieferdachziegel-Gedöns. Heißt bestimmt genauso. Und da braucht man richtig viele Feuersteine und auch richtig viele normale. Da kriegt man da beides. Also werde ich irgendwann mal farmen gehen. So, wir sollen da runter, ne? Ja. Und wir gehen zu tief runter. Mal jetzt, so mal da hoch. Ich habe auch schon gesehen, wo es dahin soll, aber... Okay. Was zum... Da sind wir. Ja, müssen wir mal gucken, dass wir hier aus dem Nebel wieder rauskommen. Ja, wie man sieht, ich habe mittlerweile 6 Minuten im Nebel. Ich habe dieses Feuer abgegradet oder geupgradet oder ich habe ein Upgrade beim Feuer gemacht. Ne? Und das, wie ihr wollt. Da geht's doch raus, oder? Jo, da geht's raus. Jetzt müssen wir irgendwie wieder hochkommen. Also manchmal sind die Anzeigen, wo was ist in dem Spiel, wirklich verwirrend. Auch bei der Brücke gibt es eine Kiste. Diesen Auftrag kriegt man vom Schreiner. So, jetzt habe ich euch schon mal 3 Sachen gespoilert. Eine Brücke, es gibt eine Kiste und es gibt einen Schreiner. Und auch das Ding. Rob, einen wunderschönen guten Morgen. Auf was gut genächtigt? Kennst mich, ich schlafe immer wie ein Stein. Hinlegen, einschlafen, aufwachen und es ist morgens. Das Doofe dabei, ich erinnere mich seltenst an meine Träume. Also wirklich, wie ich. Genau, also wie du. So ist das richtig. Ich schlafe halt meistens traumlos. Oder, ne, traumlos schlafen gibt es ja nicht, aber ich erinnere mich nicht an meine Träume. Muss ich mitleben. Und wenn ich mich dran erinnere, dann war es irgendwelche Scheißträume, irgendwelche Albträume. Wo war ich? Stimmt, bei den Markern. Wo man Zeug findet, ist meistens... Ich muss doch da rein, oder? Nicht so eindeutig. Wie der Schreiner auf der Brücke mit seiner Truhe, ist auch nicht so eindeutig. Hätte ich nicht gefunden, hätte ich nicht Hilfe gehabt aus dem Chat. Jetzt bin ich wieder zu hoch. Ja, da unten. Da unten geht es in der Höhle rein. Wie soll man denn... Ah. Oh, das ist wieder zu tief. Zu tief. Oh. Ja, ne? Das ist aber auch eine doofe Stelle. In der Tiefschlafphase sowieso nicht, da nimmt man sich nicht dran. Ja, aber irgendwann muss man doch so von der REM-Phase in die Tiefschlafphase und das gibt es bei mir aber irgendwie nicht. Zack, Tiefschlaf, weg. Ich habe nichts dagegen. Ich komme mit 5 Stunden Schlaf aus auf diese Weise und das jede Nacht, also. Ich beschwere mich ja gar nicht. Ausdauer, da gehen wir da rein. Sind da Gegner? Oder muss ich da nur das Pflänzchen weghauen? Festmarker können Sie nacharbeiten, das stimmt, ja. Eben. Also, ja, es ist, das ist da in der Höhle ist, da können Sie nichts dafür, ne? Also ich denke, der Questmarker stimmt hier ziemlich gut. Man muss halt, das ist wieder zu tief.
komm, ich geh jetzt drüber und buddel mich runter. Gut. Wieder nicht getroffen. Achso, ich wollte mal gucken. Ich glaube, wir müssen heute ein bisschen Sport arbeiten. Abarbeiten. Der hat halt mal gestorben. Das wird sonst zu viel. Das machen wir dann als Sport mal weg. Ja, okay, jetzt müssen wir ja komplett rum. Komm ich nicht hin mit 13 Mal? Ah, das wird hier auch noch mehr, keine Angst. Das wird auch noch mehr. Ich bin ja immer noch gefühlt ziemlich am Anfang. Nein, die Personen habe ich mittlerweile alle, aber die wollen alle noch Werkzeug. Der Alchemist will noch den Mörser. Ich habe immer noch Probleme mit dem roten Nebel, also ich habe bestimmt noch nicht alle Upgrades, um im roten Nebel ein bisschen länger zu überleben. So, Moment, wir müssen... Ne, muss weiter hoch, oder? Ja, ich muss weiter hoch. Ich bin doch vorhin nicht hier rum. Ich finde meinen Weg von vorhin schon wieder nicht mehr. Ich hab noch Content, ja. Das ist schön, wenn man so lange, so wenig streamt, ne? Also die Spiele halten bei mir ewig, bis wir durch sind. Siehe Mirage. Haben wir ja gerade erst durchgespielt. Oh, jetzt sagt nicht, es gibt einen Weg dahin. Es gibt einen Weg dahin. Ich hasse die Dinger. Aber kein Gegner. Geht nicht. Ehrlich gesagt immer noch nicht, wo überall jetzt der Nebel dadurch wird. Weil da unten ist immer noch Nebel. Aber dieses Ding ist jetzt weg. Ja, Miasma-Wurzel. Keine Ahnung, was habe ich jetzt durch die Miasma-Wurzel gekriegt? Gefühlt nicht. Ist auf dem Fähigkeitspunkt. Und die reichen natürlich nicht. Wir brauchen 7. Also hier 3 und dann nochmal 4 für den Teleport. Skillpunkte. Okay. Kann man die abfarmen? Das heißt, wenn ich die da nochmal machen würde, kriege ich dann nochmal Skillpunkte? Genau, wie ist dein Fazit zu mir? Außer am Anfang habe ich mir nirgends angeschaut. Es ist... nett. Es ist schön, dass sie wieder ein bisschen mehr auf Schleichen gesetzt haben. Aber ein geben nur einmal. Oh. Es ist schön, dass sie mehr auf Schleichen gesetzt haben. Sie sind zu den Wurzeln des Spiels zurück, wie sie es gesagt haben. Dafür ein total Banane-Kampfsystem einzubauen, ist einfach nur. Für mich steht und fällt wirklich viel mit einem Kampfsystem in einem Spiel. Und ich muss sagen, Valheim gefällt mir das Kampfsystem. Hier gefällt mir das Kampfsystem. Ich hab nur einen Knopf, um anzugreifen. Ne? Dann habe ich noch meine Fernkampfwaffe, wo ich noch ein bisschen hin und her switchen kann. Es ist einfach. Und das macht es so schön.
Das. Ne? Und ich kann blocken. Ich kann kontern. Und ich kann ausweichen. Das gleiche, was ich in Mirage auch kann. Aber ich würde. Das hier ist das bessere Kampfsystem als Mirage. Sorry, Ubisoft, aber. Ist so. Ja, ich bin Assassin's Creed-Fan. Ich mag die Teile. Ich liebe die Teile. Ich hoffe immer noch auf ein Black Flag Remake. Ich habe gestern gerade wieder ein Short auf YouTube gestellt. Ne? Ein Black Flag-Ausschnitt und drunter einfach hingeschrieben. So sieht das bessere Skull and Bones aus. Entschuldigung, Ubisoft. Aber ich mag Skull and Bones nicht. Gar nicht. Ich war bei einer Closed Beta dabei und damals schon gesagt, es ist. Nee. Einfach nee. Waren wir da fertig? Oder haben wir da noch Quests für? Ah, neuer Gleiter, neuer. Moment, erstmal sehen, erstmal Spuren, Greifhaken, Flüssigkeit. Hätten wir theoretisch alles. Leinen haben wir noch keins. Und Miasma-Sack kann man, glaube ich, auch keinen. Ubi schafft es immer wieder, ja. Das Quadruple A. Allein so eine Aussage ist. Nee, das können sie nicht bringen. Quadruple A. Wo ich wirklich drauf gespannt bin, Ubisoft hat ein geniales Konzept zu Open Worlds, vor allem zu Updates von Open Worlds. Da arbeiten sie seit Jahren dran. Und wenn sie das auf Skull and Bones anwenden kann, ist die Technik dahinter top-notch. Also oberste Klasse an Servertechnik, die sie haben. Das ist das falsche Grab. Hier waren wir schon. Das ist das Spinnengedöns. Sie arbeiten seit Jahren daran, eine Open World zu erstellen, in die sie clustermäßig updaten können. Das heißt, der Spieler merkt gar nicht, dass ein Update da ist. Da bin ich gespannt. Gesichtsausdruck unbezahlbar. Das ist der Grund, wieso ich die letzten zwei Wochen in Meetings keine Kamera anhatte. Gruß an die Kollegen. Ich weiß, ein paar wenige von euch schauen zu. Es waren schlimme zwei Wochen. Schlimme drei Wochen. Eigentlich ist es schlimm seit vor Weihnachten, aber abgehakt. Gestern war ein Durchbruch. Verständlich. So. Wir sind zwar noch 400 Meter entfernt, aber hey, ich glaube, wir haben nichts dabei, was man irgendwie liefern. Nö, nichts dabei, was man vermissen könnte. Oh nö, nicht da. Au. Mann, der macht auch nicht viel Schaden. Wo sind wir noch da lang?